Während der Finalwoche bei der Fußball-WM in Brasilien findet in Wels die Weltmeisterschaft im Kleinen statt. Nachwuchsteams aus 18 Ländern von Chile über Russland bis zu Algerien, Mexiko oder den USA nehmen am sogenannten Upper Austria Cup teil. Neben dem sportlichen Kräftemessen steht dort vor allem aber auch die Völkerverständigung im Mittelpunkt. Nachwuchsteams aus Russland friedlich neben einer Mannschaft aus der Krisenregion Ostukraine. Wohl das Bild bei der Eröffnungsfeier in Wels, was beweist, Fußball kann verbinden, was politisch unmöglich scheint. Beim Upper Austria Cup zeigt sich das bereits seit 29 Jahren. Wir sind sehr froh, dass wir doch hierher kommen konnten nach Wels, um Fußball zu spielen. Es kommen auch Mannschaften aus schwierigen Ländern wie jetzt aus der Ostukraine. Sie ist eine Mannschaft hier. Der Fußball zeigt vor, wie es eben zwischen einzelnen Nationen auch gehen kann. Große Freude. Zu den großen Favoriten in Wels gehört übrigens das Team des siebenfachen mexikanischen Meisters UNAM Pumas. Und die haben mit Trainer Sergio Bernal auch gleich den ehemaligen mexikanischen Teamtorhüter mitgebracht. Ich bin das erste Mal hier und weiß auch, dass mein ehemaliger Trainer Hugo Sanchez ganz in der Nähe in Linz gespielt hat. Super Mannschaft, Pumas, eine der besten Vereine in Mexiko. Es ist immer schön, wenn solche Mannschaften nach Oberösterreich kommen und hier spielen. Im friedlichen und fröhlichen Nebeneinander der Teams gibt es nur ein Streitthema, nämlich wer Weltmeister in Brasilien wird. Brasil, Germany. Ich glaube, dass Holland Weltmeister wird. Warum? Weil die sind sehr stark und da sind sehr viele gute Spieler dabei. Wels jedenfalls freut sich auf sportlich spannende Duelle beim Upper Austria Cup und auf ein friedliches Fußballfest der Nationen von A wie Albanien bis V wie Venezuela.